Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Wir müssen jetzt sofort ins Tech-Labor zurück. Und jemanden zur Rede stellen. Es wollte mich jemand trennen von Sam. Ach, so geht das nicht. So geht das nicht, meine Liebe. Mit die Pfirsichmutti, aber sauer. So, zurück, zurück. Es ist ja unfassbar. Unverschämt. Ja, genau. Dr. Tre. Und wie ist es gelaufen? Die Materialien, die Sie besorgt hatten, waren perfekt. Falls Sie noch mehr davon haben, nehmen wir sie alle. Ah ja, wunderbar. Ich kann hier vielleicht auch schon hoch, ne? Führe Scan zur genauen Bestimmung der Schadensursache durch. Es ist diese Geißel, die mir Kopfzerbrechen macht. Eigentlich sollten Standardstrahlungsschilde die Kolonien schützen. Aber ich hasse eigentlich. Es handelt sich um ein Standardlabor-Inkubator der Nexus. Schäden an der Basis haben die Verkabelung freigelegt, was zu Energieschwankungen geführt hat. Aha. So. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Wie konnte das dann geschehen? Wie ist das Virus dann in Ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder mit KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Das ist dumm. Ich weiß, was Angst ist. Alles ist unsicher. Vielleicht wollen sie sich nur geschützter fühlen. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Pathfinder Ryder, gestatten Sie? Boah. Das ist ja mal echt eine Frechheit. Sollen wir ihr glauben? Ich glaube schon, dass wir ihr glauben können, oder? Ich bin mir so unsicher. Ich glaube Diese niemanden. Energieausfälle ergeben keinen Sinn. Ich glaube niemanden. Außer mir selber. Nein. Was? Ach, hier vielleicht auch noch, ne? Was willst du mir? Hä? Orte Pathfinder Ryder. Hallo. Verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Avina gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit.
Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Sie wollten mir helfen, wer sind Sie? Mit wem rede ich gerade? Mit einem Freund. Unsere Bewegung hat das Virus geschickt, um Sie zu retten. Pathfinder. Die wissen möglicherweise nicht, dass ihr Virus gescheitert ist. Wenn sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen sie vielleicht ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Kein Sam. Mir geht's blendend. Es ist seltsam ohne Sam. Die Unterbrechung der Verbindung kam sehr plötzlich. Ich bin dankbar, aber ein wenig benebelt. Das geht vorbei. Sehen Sie, genau das will unsere Bewegung beenden. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Wo ist sie, kann ich sie kennenlernen? Von wo aus führen Sie dieses Marionettentheater durch? Von unserer Zuflucht. Ich frage Knight, ob Sie uns besuchen dürfen. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen, aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen, mit einer Anführerin namens Knight. Sie und Ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Menschheitspartnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Wir müssen sie finden. Die Hannibal-VI auf dem Erdmond hat Dutzende Elite-Soldaten getötet. Stellen Sie sich vor, was sie mit ihrer Familie machen könnte. Okay, E-Mails. Die Hannibal-VI auf dem Erdmond hat Dutzende. Wie krass ist das denn bitte? Wo kann ich meine E-Mails gucken hier? Kann ich hier eigentlich auf meine E-Mails zugreifen? Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, Tempest. Ja, komm, wir gehen mal zur Tempest und dann schauen wir mal nach den... Ja, die muss doch nicht wegfliegen. Ich will doch einfach doch nur auf die... Na gut. Ich kann bestimmt irgendwo auf meine E-Mails zugreifen. Ryder, Liam sucht nach Ihnen. Wer? Was? Tempest Hex? Achso, das ist der Kaffee. Okay. Warum zeigt es mir denn das jetzt da an? Muss ich wieder zurück, ne? Das war jetzt voll unlogisch. Ja, dann halt wieder zurück. Wir fliegen ja so gerne. Nexus! Ah, Terminal. Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Verlust von Gassen groß. Die Gründerin der Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf der Geisel getötet. Einheitlicher Lehrplan. Die Völker der Initiative können sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für die Kinder einigen. Sonnenlichtlampenpause. Sonnenlichtlampen in einigen Quartieren der Nexus werden in Kürze gewartet. Ein Hoffnungsschimmer für alle, die durch Dauerbetrieb um den Schlaf gebracht wurden. Arbeiter
Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf des Nexus ins All getrieben. Oh, seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte der Milchstraße informiert wurden. Ach, schitte. Die Behörden warnen vor dem Verzehr von Habitat 7 eingeführten kirschähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantäne. Geisel stört Reisen. Führende Wissenschaftler rätseln weiterhin über die Geisel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation des Clusters erschwert. Behörden versuchen weiterhin Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendete Signale unbeantwortet. Die Initiative hat Geschichte geschrieben. Mit Prodromos wurden ihr erster Außenposten in Helios errichtet. Der Errichtung dieser Außenposten auf Eos waren zwei gescheiterte Versuche vorgegangen, zahlreiche Leben gefordert hatten. Umso überwältigender zeigen sich die Behörden von der Anzahl der Bewerber, die nun darauf hoffen, Planeten besiedeln zu können. Gewölbe entdeckt. Alec Ryder getötet. Untersuchung des Aufstandes. Wiederaufbau der Nexus. Warnung vor Alientech. Stase-Problem behoben. Sehr gut, aber ich glaube, ich muss jetzt nicht immer alles durchlesen. Hydrokulturen. Oh. Was wird in den Hydrokulturen gemacht? Die Hydrokulturen sind ein essentieller Bestandteil des Lebenserhaltungssystems der Nexus. Sie liefern der Station unverzichtbaren Sauerstoff und Nahrungsmittel. Besuchen Sie ruhig unseren Botaniker Dr. Camden. Er unterhält sich gerne mit Interessierten. Mhm. Eigentlich nicht. Freizeit. Okay, ich gehe mal raus. Das war alles. Jetzt wieder. Es war mir ein Vergnügen. Schaust du wieder ganz normal aus eigentlich. Ich frag mich, ob ich Fahrzeughändler. Oh, da hinten war ich noch. Gemischtwarenhändler. Hallo. Verwenden Sie einfach die Konsole, um sich anzusehen, was ich auf Lager habe. Ich hoffe, Sie finden etwas, das Ihnen gefällt. Da bin ich mir sicher. Ich liebe Einkaufen. Oh, ich mag sie. Oh, ich mag sie, ja, genau. Medigil. Goll. Oh, die hat aber viel. Lalalalalala. Okay, aber ich gehe jetzt mal raus, weil wir wollen jetzt doch nicht einkaufen, auch wenn wir es lieben. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Nach KI-feindlichen Aktivitäten auf der Nexus suchen. Ja, aber wo kann ich denn... Bepflanzung. Pflanzenproben sammeln. Hydrokulturen auf der Nexus benötigen Proben. Pflanzenwelt. Ach, das können wir doch vielleicht mal. Aber wo finde ich denn die Proben? Aber was... Ja, wahrscheinlich eigentlich nicht hier, ne? Jetzt bin ich ein klein wenig. Ach so, ja, ja, unterwegs. Bessere Zubereitung. Im Atrium der Berliner Vorrätenzung. Das ist das, was ich meinte. Atrium.
da waren wir doch vorher. Da fahren wir mal hin schnell. Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Asari beharren auf ihren Forderungen. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Guck mal. Proben von Hopfenarten. Oh. Hab ich die jetzt? Den Milchstraßenhopfen ins Vortex bringen. Ach, wie cool. Hopfen. Ja. Hm. Ach, das war's schon. Ah, okay. Das ging ja flotte Lotte. Genau. Jetzt gehen wir mal schnell in the bar. Wow, wo haben Sie die denn her? Schon gut, sagen Sie nichts. Ich glaube, Sie kommen direkt aus der Milchstraße. Habe ich doch gerade. Ach. Okay. Hey. Ist jetzt abgeschlossen oder nicht? Hallo. Hallo. Erfahrungspunkte. Ist doch jetzt abgeschlossen, oder? Was? Und nun? Hallo. Hallo. Willkommen zurück. Danke. Was? Aber, ich hab das doch da reingebracht. Warum ist es denn nicht abgeschlossen? Und warum kann ich nicht trinken? Und warum und wieso? Oh, Sie sind's. Hey, gut sehen Sie aus. Was? Das ist doch jetzt mal... Na gut. Egal, können wir nichts machen. Ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen, mache in der nächsten Folge wieder weiter. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo was finden, wo wir unsere E-Mails ablesen können. Ob wir eine E-Mail bekommen haben. Kommandozentrale. Fliegen wir einfach mal zur Kommandozentrale. Ja, das haben wir schon gelesen. Der arme Kerl. Hier spricht Edith. Wir haben die Bestätigung, dass unser erster Außenposten, Prodromos, auf Eos errichtet wurde. Er ist voll einsatzfähig. Und wir rechnen damit, dass sich die Kolonie schon bald selbst versorgen und uns sogar Vorräte schicken kann. Das ist sehr cool. Sabotage, das können wir... Ach, guck an, das können wir in der nächsten Folge machen. Ich freue mich dann, wenn ihr wieder mit dabei seid.
und machen wir Sabotage und suchen dann immer noch ein E-Mail und so, ne? Okay, bis dann. Ciao.